Hallihallo Leute und ja, zurück bei Let's Play Pokémon Violett. Ich muss jetzt hier wissen, ja, ich nehme wieder eine neue Aufnahmewelle und so. Ich habe schon wieder die Maus in der Hand, das sollte ich nicht, brauche ja die Tastatur. Bewegen, Tasten, so, okay. Ja, es ist schon ein bisschen näher. Da gehen wir noch nicht hin, ich will erstmal das Bällchen hier mitnehmen. Okay, ein Trank. Hätte ja sein können, dass irgendein Event oder was auch immer, ich traue dem hier nichts zu. Wie steht's um unsere Pokémon? Wir haben letztes Mal ja Blumi gefangen. Und ja, die sind eigentlich noch alle ganz gut bei der Sache. Ach, das schaffen wir, komm. Okay, Rüpel. So, Professor Eich. Sie sagen uns jetzt sofort, was Sie über den... Was? Dieser Akt? Ich Aussprache weiß nicht. Dieser Akt. Ich sage jetzt dieser Akt. Ich hoffe, es funktioniert. Es stimmt. dieser Akt wissen. Aber ich höre Sie doch zu. Aber hören Sie doch zu. Ich bin ein Archäologe, kein Energieforscher. Okay. Ich glaube Ihnen kein Wort. Es ist die Wahrheit. Wenn Sie etwas über Energie wissen wollen, müssen Sie mit Professor Primus. Es beginnt einfach toll mit Aussprache und Deutschkenntnissen. So, ich sitze anders hin, damit kann ich vielleicht auch besser lesen. Es ist bewiesen worden, dass wenn ich besser sitze, ich besser lesen kann. Gut. Sie müssen mit Professor Primus reden. Er ist der beste Energieforscher in ganz Teto. Pah, einen Kollegen einfach so verraten, Sie sind ja einer. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich höre mir zwei R, gut. Das würde Ihnen so passen, nicht wahr? Jungs, kommt, wir machen den alten Sack kalt. Oh, ich rede. Lass den alten Mann in Ruhe. Ich will ihn selbst kalt machen. Na sowas, ein kleines Kind. Verzieh dich, lieber Kleiner. Das würde euch so passen. Na gut, komm her und wir machen... Auch dich fertig, du Knirps. Gibt's einen Dreierkampf? Das ist dein Untergang, Kleiner. Gibt's die Dreierkämpfe schon? Ich weiß nicht. Nee. Hätte ja sein können, das irgendwie, aber ich glaube, das ist ein bisschen. Wahrscheinlich werden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wird drei Kämpfe hintereinander oder jetzt einfach. Nur der. Keine Ahnung. Es wird sich schon herausstellen. Okay, Heuler Konfusion. Ja, ich glaube nicht, dass Blumi in Pfiffchen Level 9 noch keine wird. Ja. Und somit haben wir schon den ersten Fehler begangen. Wir haben jetzt schon Stärke gegeben. Wir müssen unbedingt das Pokémon tauschen. Bevor er nochmal Jauler einsetzt. Der ist so schmal, der hat das ganze Pokémon. Bis. Unlichtattacke gegen einen Unlichttyp. Ist das effektiv? Ich hatte das so in der... Nee. Aber schreckt zurück. Immerhin. Das sollte gehen. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt kann er Jaula einsetzen, so wie er will. Er gleich heulen wird er. Normal gegen Unlicht. Psycho geht nicht, aber normal müsste gehen. Gut, ich, wie gesagt, meine Pokémon-Erinnerungen sind leicht labil, weil schon ewig nicht mehr und so. Oh, Blumen erreicht Level 7. Keine neue Attacke, egal. Zubat. Das ist ein Psychoflug. Da könnte Biss ganz in Ordnung sein. Oder ja, Biss könnte sogar sehr effektiv sein. War es nicht so? Okay, nur ein bisschen. Aber immerhin. Wasser gegen Flug wird nicht sehr... Ja, ich muss selbst wieder ein bisschen ins Spiel rein und so, wie man es kennt. Mit der Zeit wird das schon... So, Level Up. Level 12. Und besiegt. Kommen jetzt noch mehr von denen oder war es das jetzt mit dem einen und alle drei verschwinden? Dieser Junge ist verdammt stark. Naja, auch egal. Der Professor hat uns eh schon gesagt, was wir wissen wollten. Dieser Dummkopf. Wir müssen uns jetzt nicht auch noch mit diesem Kind rumärgern. Da duften wir.
alle drei einfach weg. Ich habe einen besiegt, alle drei hauen ab. Ah, Professor Eich, hallo. Danke, Junge. Die hatten keine Skrupel, dir verdanke ich mein Leben. Ich will Pokémon haben. Gib mir Pokémon und Geld. Ich raube dich jetzt aus. Nichtsdestotrotz habe ich meinen Kollegen Professor Primus an diese Ganoven verraten. Hoffentlich war das kein allzu großer Fehler. Komm bitte mit in mein Haus. Ich möchte mich bei dir bedanken. Es ist schlimm. Okay, danke. Das war echt knapp. Diese Schurken wollten mich ausquetschen, an Informationen gelangen, die ich nicht besitze. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Das ist ein gutes Spiel, das Pokémon-Spiel. Das ist nah am Leben vorbei. Wie war doch gleich dein Name? Anhard? Ein toller Name. Ja, das hört man öfters. Ich bin Professor Eich und ich bin einer der führenden Archäologen in Teto. Außerdem stehe ich in enger Verbindung mit LesCorp. Okay. Welche an einem neuen Multifunktions-Gadget arbeitet, dem Pokécorder. Pokécorder, stimmt, ja. Bisher gibt es noch keine Funktionen zu ihm, außer der, die ich selbst geschrieben habe, das Runen-App. Das ist geil. Ein App. Schade, dass es nicht so iPoke heißt, oder was? Das ist so eine Anspielung. Das wäre eigentlich, und dann noch Runen-App. Oder iCorder, ich weiß auch nicht. Wäre wahrscheinlich zu viel geklaut. Aber was erzähle ich dir, dass du besitzt ja keinen Pokécorder. Das war schon Pokécorder, oder nicht irgendwie Order oder so? Nee, gut, stimmt schon. Das müssen wir ändern. Auf den leeren Tisch herbeizaubern. Hier. Hat Pokécorder erhalten. Gut, ich darf dir das Gadget erklären. Es hat einen selbstaufladbaren Akku und einen Wi-Fi-Verstärker. Das brauche ich für mein Handy. Selbstaufladbarer Akku. Es ist schon Millionen wert, die Erfindung. Ich meine, die ist wirklich Millionen wert. Und dann noch ein Wi-Fi-Verstärker. Okay, das ist auch geil. So dass du auch in Höhlen oder Kellern guten Empfang hast. Ja, das ist eine Millionen-Erfindung. Also, der wird in ein paar Parts wird er reich sein und in einer Villa leben wahrscheinlich. Außerdem besitzt er eine hochauflösende Kamera, mit der du Videos und Fotos aufnehmen kannst. Wenn du erlaubst, installiere ich noch das Runen-App. Also, wie mache ich Fotos? Und wie sieht die aus? Das Runen-App macht es möglich, antike Schriftzeichen und Malereien durch Fotografieren zu erkennen, übersetzen und zu analysieren. Das hilft mir auch, da es zusätzlich alle Daten an mich sendet, zur weiteren Verwendung. Aha. Spionage, jetzt kommt's. Außerdem kannst du mit diesem Gadget telefonieren. What? Aha, mit dem ganzen Apparat kann man auch telefonieren. Nebenbei habe ich ja auch noch ein Handy, weil ich habe ja schon eine Handynummer bekommen und das musste ja schon auf dem Handy gespeichert werden. Also habe ich jetzt zwei Handys, ein iGadget, keine Ahnung, wie ich den nennen soll, und irgendeinen Lumpen. Oh Mann, schicke am besten deine Nummer von deinem Handy auf den Pokécorder. Okay, er hat daran gedacht. Es werden spätestens dann, wenn das Gadget offiziell auf den Markt kommt, neue Funktionen folgen. Lass mich doch mal schnell einen Blick auf deine Pokémon werfen. Was? Oh, du und deine Pokémon sehen ja schrecklich erschöpft aus. Ja, wir sind durch ganze Horden gekämpft. Zombies und so. Das ist nicht schön. Setzt euch doch erstmal zu mir und ruht euch aus. Das erinnert mich, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Genau in diesem Zusammenhang. Und es kam nicht gut dabei raus. Das könnt ihr mir glauben. Okay. Ich will nicht wissen, was er da tut. Oh, schon viel besser und hart. Was? Was? Er ist... Aha, okay. Ich dachte gerade, er ist erleichtert, aber woher? Also ich will es nicht wissen. Und jetzt gib alles... Zeig es der Welt. Ich verschwinde. Ich gehe nie wieder in das Haus rein. Ich kriege jetzt Trauma und quälende Albträume. Was ist hier unten? Ein Loch? Ein Strand? Ach, schön. Gut. Mal Nase kratzen. Während der Aufnahme schlimm. Über dem Meer dort unten fliegen manchmal Geist- und Undicht-Pokémon. Sie kommen vermutlich von Necroria.
Nekoria, ja. Südlich des Stroms, okay. Geist- und Unlicht-Pokémon fliegen durch die Gegend. Im Haus dort oben wohnt Professor Eich. Du solltest ihn unbedingt mal besuchen. Ja, ich war da. Ich will nie wieder hin. Kann ich eigentlich schon. Steht da schon was, wenn ich Surfer benutzen? Gut. Man weiß ja nie. Dann wieder nach oben und hier ist ein Grasbüschel. Nur ganz wenige, aber vielleicht was Neues. Könnte ja sein, dass irgendwas. Drassler. Ein Weibchen. Und Blumi ist voll. Kann dieses Drassler vielleicht auch nur eine Attacke? Heuler? Wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Okay, das wird nichts bringen, auch wenn es Heuler kann. Ich mache es jetzt trotzdem, aber es ist ein bisschen lame. So, Glumanda, zeig, was du kannst. Ja, es kann nur Heuler. Das macht aber nichts, wir greifen einfach mit Glut an und das wäre erledigt. So macht man das. Ja, wegen den paar IPs. Okay, wir sind noch Low Level, das heißt, wir. Es füllt recht gut. Erstmal ein Kampf mit einem alten Sack. Mit einem Gentleman. Ein Gentleman erfüllt einer Lady stets jeden Wunsch. Und jetzt? Ich bin keine Lady, also werde ich dich in Grund und Boden rammen. Starer Lily. Level 10. Verdammt. Das ist Level Blues, Level 7. Konfusion Heuler, das bringt nichts. Flug-Pokémon. Wasser ist scheiße. Feuer ist auch nicht gerade. Okay, Feuer, wir haben keine andere Wahl. Windstoß. Ich glaube, das. Ist das Crit? Nee. Gut. Okay, es ist ein bisschen. Ja, okay, sind beide gleich Level. Von dem her. Naja, der Kampf hat sich schon entschieden. Mann, ich müsste jetzt wahrscheinlich schon wieder zu Professor Eich und meine Pokémon heilen, aber ich will nicht. Ich will aus Prinzip nicht. So, Level up. Vielleicht neue Attacke. Man weiß ja nie. Schade. Mankey. Ein Kampf-Pokémon. Ich wechsle das Pokémon. Einfach damit ich das Piepen nicht mehr höre. Das gibt mir auf den Sack. Die Einhorn. Los. Der Name ist zu schwer auszusprechen. Kampf-Pokémon und Lichtattacke könnte nicht. Gut. Habe ich was gelernt. Verteidigung sinkt. Das ist nicht toll. So, One-Hit und dann ist alles happy. Gut, das kriegen wir schon. Das ist jetzt nicht so wild. So, sauber macht man das. Aufgeräumt und ich muss wahrscheinlich wirklich die Pokémon heilen. Das kackt mich so an. Ich will nicht. Erst wenn ich drauf gehe. Ich gehe nicht wieder zurück zu dem armen Irren. Der weiß nicht, was macht, wenn ich schlafe. Ein Schulkind. Kind. Schulkind. Wie heißt das? Felicitas? Okay. Oh, Wampel, Käfer-Pokémon. Ach Mann, ich möchte jetzt so gerne einfach. Einfach. Glumanda! Verdammt! Feuer! Überlebe, dann kann ich einen Trank geben. Nein, nicht Tackle! Gott sei Dank. Gut, einmal Trank rein. Edit. Bin ich gut? Ja, soll es nur dich tackeln. Nee, nicht nochmal. Nein. Das war ein Ab. Nicht. So. Glut. Mist, hat überlebt. Okay, ist ein Level 11er, stimmt schon. Das ist kein Schwächling. Nochmal zwei Wampel, ein bisschen Low Level, damit ich One-Hit. Das finde ich gut. Mankey, Mist. Ich wechsle vielleicht einfach aus Prinzip. Kampf-Pokémon Psycho. Ich versuch's. Blumi ist an der Reihe. Mal sehen, was sich da herausstellt. Vielleicht fehle ich auch. Wieso sind die alle so scheiße? Oh, High Level. Konfusion.
Karateschlag. Okay, nicht sehr effektiv und trotzdem zieht es mir fast die Hälfte. Oh, sauber. Mist. Ein Leben noch. So, jetzt Crit, damit ich treffe. Wow. Wenn ich es sage, dann passiert's und Schluss. Mit einem Leben. Also, Blumi hält sich auch wacker. Und Level up. Das Piepen nervt einfach. Es drückt mir so die Ohren zu. Wampel, ich freue mich. Ja. Glumanda. Piepen weg. Nein, jetzt aber. Okay, Wampel. Level 13. Wollt ihr mich vielleicht... Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab nicht mal... Ich glaube, mein Stärkstes ist Level 12, oder? Oder ist es auch schon Level 13? Niemals. Ja, gut. Zum Glück habe ich noch Typvorteil, sonst wäre ich hier geliefert. Aber jetzt muss ich wirklich zu... Oh, ich muss wieder zum alten Sack. Oh, nee. Aber das mache ich noch in dieser Folge. Ich will nämlich nicht, dass ich in der nächsten Folge so starte. Trauma. Okay. Ja, ja. Scheiß Kind, jetzt muss ich zurück zum Alten. Okay, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Hallo? Lässt du mich nochmal? Nein. Raus aus dem Haus. Fliehen. Ich kann immer noch nicht schnell... Oh Mann. Gut. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Professor Eich hat mir die Sprache geraubt, einfach mit seinem... Nee. Gut, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann.